Nachdem wir grundsätzlich wissen, wie man Funktionalität in die Datenbank programmieren kann, wollen wir auch jetzt echt was mit der Datenbank selber machen. Das heißt, wir möchten die Chance haben, eben darauf zu reagieren, wie Insert-Statements funktionieren oder ganz einfach nur solche Statements auch ja, in Funktionen und Prozeduren zu nutzen. Zur Einleitung habe ich hier nochmal was aufgeschrieben, was ja, ich glaube, ich schon mal ein Beispiel erzählt habe, eben wie man systematisch mit Objekten umgeht, die man schließen muss. Eben, dass es das Try-OS-Resources gibt oder eben Auto-Closable ist auch der Titel dazu. Sie erinnern sich vielleicht an die Aussage, alle Objekte, die man irgendwie closen kann, sollte man garantiert auch closen. Und eben das macht man eben jetzt mittlerweile in Try-Statement drin, dass man dann in runden Klammern die Objekte angibt, die man benötigt. Wenn es mehrere sind, mit einem Semikolon getrennt. Die werden genau dann in der Reihenfolge geschlossen, genau in der anderen Reihenfolge geschlossen, wie sie geöffnet werden. Also was zuerst geöffnet wird, wird zuletzt geschlossen. Ja, da sehen wir hier nochmal drin, das ist eben dann insbesondere für Statement-Objekte wichtig, weil da wollen wir eben sicherstellen, dass es garantiert geschlossen wird. Zur Erinnerung nochmal, dieses Schließen passiert, egal ob eine Exception geworfen wird oder nicht. Das heißt, das Close wird garantiert ausgeführt. Natürlich dürfen Sie weiter Catch und Finally programmieren. Das heißt also, Sie können natürlich auch die alte Variante nehmen, das Statement-Objekt vor dem Try deklarieren und dann im Finally garantiert schließen. All das bleibt weiterhin möglich, Ihnen überlassen. Aber das ist die kompaktere, sauberere Version, die auch eben etwas zuverlässiger ist. Nebenbei die Result-Sets, hatte ich auch schon erwähnt, kann man auch schließen. Finde ich auch eine gute Idee, das zu machen. Muss man gegebenenfalls nicht machen. Wenn man ins Java-Doc reinguckt, gibt es da nämlich den Kommentar: Result-Object is automatically closed when the statement object that generated it is closed. Das heißt also, wenn jemand irgendwie das Statement-Objekt dicht macht, wird auch das Result-Set geschlossen dann. Und das gilt auch, wenn es re-executed wird, also nochmal ausgeführt. They used to retrieve the next result from a sequence of multiple results. Das heißt also, ja, wir können einfach sicher sein, dass das relativ sauber funktioniert und wir eben dann nur das Statement-Objekt schließen müssen. Ja. Wenn Sie das Result-Set auch schließen, ist das definitiv natürlich nicht falsch, sondern auch eine Möglichkeit. Um dann systematisch in der Datenbank zu arbeiten, müssen wir nochmal überlegen, wir sind in der Datenbank. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Bis jetzt war es ja immer so, bei JDBC haben wir vorher einfach dann die Verbindung aufgebaut. Wir mussten diesen komischen Connection-String zusammenbauen, wo genau die Parameter drin standen: Datenbankname, Speicherort, User, Passwort und ähnliche Dinge. Die Funktionalität, die wir jetzt programmieren, ist aber in der Datenbank drin. Das heißt, wir haben schon längst die Verbindung, die da ist, weil das wird typischerweise genau ausgeführt wie unsere Insert-Update und Delete- oder Select-Befehle. Deswegen müssen wir uns da eben nicht mehr darum kümmern, so eine Verbindung aufzubauen, sondern anders nur die Verbindung von der Datenbank zu bekommen. Das passiert mit diesem Befehl hier, Driver Get Connection, und dann gibt es immer diesen gleichen Connection-String, JDBC Default Connection. Hol die aktuell laufende genutzte Connection von der Datenbank, damit wir uns da reinhängen können. Wir werden auch da typischerweise keine Steuerbefehle wie irgendwie ein Commit oder sowas oder Rollback machen. Ja, danach sind alle JDBC-Befehle möglich. Da wir nur die Grundlagen machen, werden wir uns nicht genau damit beschäftigen, was passiert eigentlich, wenn man Tabellen erzeugt. Ach, da wird ja eventuell dann auch automatisch dann ein Commit ausgeführt für die Aktionen, die vorher waren. Also deswegen ganz einfach. Nur elementare Schritte, die wir uns da angucken. Auch Transaktionssteuerung gerade erwähnt, könnte man machen. Machen wir nicht. Wir machen eine Einführung, was wir uns da angucken. Dann der nächste Punkt, der ist auch noch wieder sehr interessant für die Motivation, warum wir das überhaupt machen. Funktionen und Prozeduren laufen mit den Rechten des Nutzers, der sie importiert hat. Man kann so Zugriffe ausschließlich auf in diese Form einschränken. Was meint das ganz genau? Überlegen wir, typischerweise ist es bis jetzt so, dass einfach jeder Nutzer, der auf die Datenbank drauf kann, Select-Befehle machen kann, Insert-Befehle und sonstiges. Das möchte man sicherlich verhindern, kann man mit Nutzerrechten einiges machen, gucken wir uns auch noch kurz an später. Aber generell ist die Frage, möchte ich überhaupt, dass die Leute die Tabellen sehen können? Das erstens, vielleicht sind da Spalten drin, die nicht bekannt sein sollen. Oder es könnte auch passieren, wenn jemand ein Select-Sternchen macht und ich ihr dann irgendwie doch noch eine neue Spalte eingefügt habe, dass irgendwie sein Programm nicht läuft, weil er eben meint, dass er nur 7 Spalten bekommt und auf einmal sind es 8. Da kommt das Programm durcheinander. Und wenn man das irgendwie ein bisschen ja, regeln könnte, wäre es auch nicht so schlecht. Und das kann man auch mit Funktionen und Prozeduren machen. Die Grundidee ist, der Administrator importiert nämlich dann
diese Funktionen und Prozeduren und gibt die Rechte dann an die Nutzer weiter, die dann eben nur diese Funktionen und Prozeduren nutzen können. Das hat den Vorteil, dass es praktisch eine Schnittstelle ist. Es wird damit gesagt, nutze nur das, was ich dir an Funktionen und Prozeduren anbiete. Und damit kannst du auf der Datenbank arbeiten. Wir werden sehen, dass sie auch von außerhalb, also wenn wir dann unsere Software haben, die die Datenbank nutzt, dass diese auch dann eben diese Zugriffe machen kann. Ja, und dabei hat man dann eben bei der Ausführung die Adminrechte. Kann natürlich nichts damit anfangen, die irgendwie abzuändern oder sowas dann. Nur die Prozedur selber hat die. Aber sonst kann man nichts machen. Noch nicht mal fragen, ob eine Tabelle da ist oder ähnliches. Man gibt einfach nur die Prozeduren, Funktionen nach außen. Das ist also eine relativ schöne Idee, was man da noch so machen kann. Ja, gucken wir uns mal ein Beispiel an, mit dem wir jetzt hier ein bisschen auf der Datenbank programmieren können. Sie erinnern sich vielleicht dunkel an das Beispiel mit dem Konten. Das habe ich ein bisschen kürzer eingeführt, aber wir werden uns das jetzt hier noch ein paar Mal nutzen. Deswegen, ja, gar nicht so schlecht, da vielleicht heimlich nochmal sich kurz die Folien dazu anzugucken, wie das aufgebaut war. Aber die generelle Idee war ja relativ einfach. Wir haben eine Klasse Konto, die nur eine Kontonummer und einen Betrag hat. Und die wurde dann von der Datenbank verwaltet. Ich möchte jetzt noch ein bisschen von dieser Funktionalität selbst direkt in die Datenbank reinprogrammieren. Die erste Idee ist, ich möchte eine Methode schreiben, die heißt neues Konto. Da gebe ich eine Kontonummer und einen Betrag. Und wir sehen hier drin, als erstes, es muss static sein, definitiv. Das zweite, was auch immer gilt, ist, ein Post-SQL-Exception steht dahinter. Wenn irgendetwas schief läuft, werden wir die Exception typischerweise nicht hier drin fangen in der Methode, sondern sie nach außen geben. Kleine Variante wäre noch, wir fangen sie, bearbeiten gegebenenfalls die Exception, um dann vielleicht einen Text schöner zu machen und geben dann eine Exception nach außen. Also wird hier aber immer ein Post-SQL-Exception oder einfach Exception stehen, damit die Sachen nach außen gegeben werden kann. Wir können nichts, typischerweise die Sachen nicht vollständig hier reparieren. Dann kommt eine Copy-and-Paste-Zeile, gerade schon gesehen, Driver-Manager-Get-Connection, unser Default-Connection-String, der hier steht. Damit kriegen wir unser Connection-Objekt. Das Ding ist eben das, was uns die Datenbank gibt, ja, was wir uns eigentlich da einfach nur abholen. Wichtig, wir machen das Ding nicht zu, sondern wir sind nur Teil der Transaktion, in der die Sachen jetzt gerade laufen. Ja, dann kommt der eigentliche Befehl. Dann sehen wir drin, ein Statement-Objekt wird erzeugt und das sehen wir drin, wird mit dem Try with Resources gemacht. Wir stellen damit sicher, Statement wird garantiert auch wieder dicht gemacht. Wir müssen da also nicht irgendwie darauf achten, dass es da irgendwelche Probleme geben könnte mit dem Schließen. Dann wird das Execute gemacht und das ist ein ganz braver Insert-Befehl, wie wir ihn kennen. Into Konto, hier dann eben die Nummer, ein Komma, den Betrag und die schließende Klammer. Sollte auch syntaktisch korrekt sein. Und dann kann man das hier übergeben. Nebenbei kann man hier Prepared Statements nutzen, kann man auch. Die haben nebenbei zum Beispiel einen kleinen Vorteil, wenn man hier irgendwie Konto irgendwie falsch tippern würde oder auch wenn es die Tabelle überhaupt noch nicht geben würde, würde da sofort eine Fehlermeldung kommen. Hier wird die Meldung erst kommen, wenn der Befehl wirklich ausgeführt wird. Also da kriegt man ganz bisschen früher dann so ein Feedback von. Das kann hilfreich sein. Okay, das ist also die eine Variante, ein neues Konto anzulegen mit einer Nummer, die ich selbst vergebe und einem Betrag. Dann eine zweite Variation davon ist ein neues Konto. Das kriegt nur einen Betrag übergeben. Und die Idee ist, dass ich die Kontonummer selber berechne. Die Idee kennen wir auch schon. Die Idee ist einfach nur, nimm einfach den maximalen Wert, der aktuell da von den Nummern da ist und addiere einen drauf. Das gucken wir uns hier nochmal an. Also ein Betrag wird nur übergeben. Throws SQL Exception haben wir gelernt, gehört dazu. Das ist die Copy-and-Paste-Zeile für die Connection. Dann, sehr häufig, holen wir uns das Statement-Objekt genau in dieser Form dann, wissen, dass es dicht gemacht wird, können dann unsere Anfrage ausführen. Wir machen Select Max, der Nummer vom Konto, kriegen dann die größte Nummer oder, wenn die Tabelle Konto noch leer ist, kriegen wir den Wert Null. Machen erst Punkt Next. Wir wissen, es ist True, weil da kommt immer eine Zeile raus. Den Wert brauchen wir nicht prüfen. Und dann holen wir uns eben den ersten Wert, der da drin steckt. Get int 1 und erhöhen den um 1. Überlegen wir, wenn das Ergebnis Null sein sollte, get int gibt immer einen Zahlenwert zurück. Ist es die Zahl 0, dann wird automatisch der Wert 1 genommen. Das ist also das, was da gemacht wird. Ja, und dann sehen wir, dass neues Konto ganz einfach die Methode von hier oben aufgerufen wird. Das Insert Statement, was hier drin steckt, ist eben dann in dieser Methode mit drin und dann kann man eben das Ding bearbeiten. Wir sehen auch drin, das ist kein Problem, dann hier zum Beispiel sich das Connection-Objekt nochmal zu holen. Es ist das Gleiche. Könnte natürlich auch ganz einfach von Parametern oder sowas da was machen, aber brauchen wir alles hier nicht und auch das ist kein Problem, Statement-Objekt dann nochmal da
ein weiteres anzulegen, was wir dann hier haben, die dann alle auch brav wieder geschlossen werden. Ja, generell nochmal eben, das hier sind alles Klassenmethoden, aber falls Sie mit Objekten arbeiten wollten, könnte man das hier drin machen. Brauchen wir hier alles nicht, aber wäre natürlich denkbar. Nachdem wir jetzt unsere Prozeduren geschrieben haben in Java, wollen wir sie natürlich auch nutzen. Das ist eigentlich das, was wir schon kennengelernt haben auf dieser Folie. Ist, glaube ich, ja, zwei kleine Sachen sind da sehr spannend dran. Das hier ist nicht spannend, das ist nur noch die Erinnerung dran. Zum Einspielen brauche ich das nicht, aber ich brauche irgendwann diesen Replace-Befehl dann, um die Sachen dann garantiert zu aktualisieren. Dann eben die JAR-Datei einspielen, egal was wir dort haben. Dann die Prozedur, neues Konto, Parameter nochmal in, weil wir wissen, die Werte gehen rein, Parameter Name und Typ. Nebenbei, die Namen sind nicht wirklich wichtig, aber es ist natürlich nicht ungeschickt, die gleichen Namen zu verwenden wie auch im Programm, aber das wird nirgendwo gefordert. Wichtig ist nur die Reihenfolge der Parameter. Ich weiß, dass ich hier zwei Integer übergebe. Dann Language Java, okay, Parameter Style Java, okay. Und dann eben das Erste, was spannend ist, Modifies SQL Data. Das heißt, innerhalb dieser Prozedur werde ich eventuell eine Tabelle verändern. Im konkreten Fall, ich mache ein Insert Statement. Das ist das, was jetzt hier passieren könnte. Also wird dann da was ausgeführt. Und dadurch, dass ich hier darauf hinweise, kann zum Beispiel dann die Datenbank schon sofort erkennen, oh, da passiert etwas, was Daten verändern könnte. Das könnte für die Transaktionssteuerung wichtig sein. Ja, und dann muss ich eben nochmal den Namen angeben meiner Methode, die heißt neues Konto, ist in der Klasse Kontoverwaltung drin und das Package dazu heißt Edit. Das ist also das, was hier drin steckt. Soweit, so gut. Und eben die Parameter nebenbei passen automatisch zu denen. Die müssen von den Typen her zu dieser Methode passen. Zumindest müssen sie konvertierbar sein. Das ist ein Minimum, was gefordert wird. Ja, dann legen wir die zweite Prozedur nochmal an. Das sehen wir hier. Und wir erkennen hier dran schon den Kommentar, keine Polymorphie möglich. Was heißt das? Ja, statische Polymorphie ist diesmal gemeint. Das bedeutet ja, dass man den gleichen Namen verwenden darf, solange dann die Parameterlisten sich in den Typen oder zumindest in Reihenfolgen bei den Typen unterscheiden. Das haben wir nebenbei hier gesehen. Beide Freunde heißen neues Konto hier und das bedeutet ganz einfach, wenn sie beide das neues Konto heißen, ja, ist es kein Problem für Java. Man weiß eben, man kann die Dinge unterscheiden, zwei Ints und nur ein Int. Das geht hier nicht. Datenbanken ist es klassisch, so ähnlich auch bei Constraints. Sie müssen einen eindeutigen Namen haben, also muss man sich da was einfallen lassen. Ja, ein Parameter, der reinkommt, kennen wir, modifies SQL Data und ist es auch kein Problem, dass hier natürlich Kontoverwaltung.neues Konto steht. Exakt das gleiche wie hier. Es wird allerdings erkannt daran, hier ist nur ein Parameter, ach, damit ist das andere neues Konto gemeint, die Methode, die wir dann auch als zweites da programmiert haben. Davor. Ja, führen wir die Prozeduren mal aus. Ich habe jetzt hier einfach mal Call neues Konto 10.050 gemacht. Ich gehe nebenbei davon aus, dass es dieses Konto noch nicht gibt. Was würde ansonsten passieren? Ganz einfach, es würde ein Insert-Statement sein, es würde erkannt werden, oh, da wird ein Primary Key verletzt, oh, es wird ein SQL-Exception erzeugt, die fangen wir nicht ab, die wird nach außen gegeben. Damit wird derjenige, der es aufruft, dann die Exception dann um die Ohren bekommen und das ist absolut okay so. Ja, dann machen wir noch neues Konto 251. Ja, das heißt also, es soll ein neues Konto angelegt werden mit dem Betrag 51. Gucken dann mal kurz nach, wie sieht das auf der Tabelle Konto aus. Weil ich vielleicht schon anderen Krimskrams da drin gehabt habe, habe ich hier noch eine Where-Bedingung hingeschrieben. Kann man auch erstmal jetzt ignorieren. Aber wir sehen dran, Konto Nummer 10.000 ist da mit dem Betrag 50. Und die nächste Nummer war wirklich 10.001 und es ist die 51. Das heißt, wenn ich eben das hier ausführe und unmittelbar danach in der gleichen Transaktion frage, wie groß ist denn jetzt der Maximumwert, ist das kein Problem in der Sache, dann könnte ich da auch den Wert rausbekommen und könnte den vielleicht irgendwie auch wieder zurückgeben in der Sache. Das können Prozeduren ja nicht. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja damit im Wesentlichen nur Funktionalität ausführen, die wir in der Datenbank programmiert haben. Kommen wir nochmal zum Exception Handling. Generell gerade erwähnt, wir schmeißen unsere SQL Exceptions einfach nach außen. Wir könnten sie auch noch modifizieren. Kann man machen, muss man nicht. Generell sollte man natürlich eine einheitliche Vorgehensweise dann haben. Für diese SQL Exceptions, die natürlich ganz normal von Exception erbt, gibt es zwei relevante Methoden. GetMessage, die hat nebenbei jeder. Das heißt, also hat jede Exception. Das ist nichts Besonderes. Eine Fehlermeldung, die könnte gegebenenfalls auch null sein.
muss man eben akzeptieren. Und es gibt ein SQL-State. Das ist ein Fehleridentifikator als String. Witzigerweise stehen da immer Zahlen drin. Okay, ist aber halt so. Ja. Also es könnte auch was anderes drinstehen. Ich kenne nicht alle Datenbanken, aber eben bei uns werden da immer Strings drinstehen. Ja, man kann also Exceptions intern behandeln, aber typischerweise werden sie nach außen geworfen und irgendwas nach außen gezeigt, eben, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Das bedeutet nebenbei auch, wenn schief läuft, dass die Aktion abgebrochen wird. Also egal, was in der Aktion gemacht worden wäre oder schon gemacht ist, es wird wieder verworfen dann. Also wenn es mehrere Insert-Statements sind hintereinander, werden alle davon verworfen dann. Ja, was kann man noch machen? Man kann auch dann selber Prüfungen machen. Da kommen wir schon mal in so einen ganz langsamen Bereich der Trigger hinein. Wir wollen selber gucken, ob die Sachen in Ordnung sind, was dort passiert. Und da kann man eben eigene Exceptions definieren. Da ist es auch spannend, man kann denen auch selber ein SQL-State geben. Das muss ein String sein und dieser String muss zwischen 30.000 und 38.000 liegen. Warum? Ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Auch nicht ganz so wichtig dann. Und das heißt eben dann, wenn der Nutzer, Achtung, jetzt ist wieder der Nutzer gemeint außerhalb der Datenbank, der ganz normal seine JDBC-Befehle losschickt, kann eben dann auch eine SQL-Exception bekommen, kriegt diesen Code dann. Und dann kann man eben in der Software, die auf die Datenbank zugreift, den Code auswerten, hier den SQL-State, der da drin steht, und dann sagen, ach, das war der und der Fehler. Dann weiß man auch, was man dem Nutzer vielleicht dann endgültig in einem GUI anzeigen möchte zum Beispiel. Programmieren wir mal unsere ersten konkreten Prozeduren, die auch wirklich mit der Datenbank arbeiten. Da gibt es noch ein paar kleine Varianten, aber wir gucken erstmal drauf. Die erste Prozedur, die ich hier schreiben möchte, heißt Einzahlen. Die Idee ist einfach nur, ich habe eine Kontonummer hier und ich möchte diesen Betrag auf dem Konto einzahlen. Achtung, Betrag darf jetzt erstmal negativ sein. Ich möchte die Methode auch zum Auszahlen nutzen. Naja, okay, ist dann halt so. Dann wichtig, kennen wir, False SQL Exception bleibt bitte immer da stehen. Ja, oder kommt immer dahin. Dann Copy- und Paste-Zeile, hol dir die Connection von der Datenbank. Dann macht ihr dein Statement-Objekt und dann beginnt es fachlich. Und hier machen wir mal eine Variante, das könnte man auch anders machen, egal, aber wir machen mal die Variante hier. Wir zählen mal, wie viele Konten es gibt vom Konto, wer Nummer ist gleich die Nummer, die übergeben wird. Damit zähle ich ganz einfach, wie viele Konten gibt es mit dieser Nummer. Die Antwort kann 1 oder 0 sein. Und bei Count kommt immer garantiert eine Zahl raus, das heißt, ich mache garantiert rs.next. Und dann frage ich ganz einfach mal den Wert ab und wenn es 0 ist, heißt es, oh, das Konto gibt es gar nicht. Dann schmeiße ich eine SQL-Exception, die genau das als Meldung hat und gebe dann einen dieser Fehlercodes aus. Die sollten bitte möglichst auch eindeutig dann sein. Natürlich kann ich immer die gleiche Nummer vergeben, aber das wäre dämlich. Also nehme ich erstmal den kleinsten 30.000 und vergebe den hier. Das Close könnte ich, glaube ich, auch hier weglassen, ist aber nicht falsch, da ich jetzt eher ein neues Result-Set mir erzeuge. Ja, im nächsten Schritt muss ich dann eben das Geld auf das Konto überweisen. Wobei halt, ich möchte ganz einfach noch eine Randbedingung haben. Ich möchte nicht, dass der Betrag auf dem Konto negativ ist. Das heißt also, ich muss da eine weitere Prüfung einbauen. Deswegen hole ich mal hier das gesamte Konto. Könnt mir auch nur einen Betrag von dem Konto holen, aber ist gehoppt wie gesprungen, Select Stern. Hol dir mal das gesamte Konto, wo die Nummer gleich Nummer ist. Ich weiß, nach dem, was ich gerade ausgeführt habe, da ist ein Objekt da. Deswegen mache ich RS Next. Mache RS Get Int 2. Das ist die zweite Spalte. Da steht der Betrag drin. Da addiere ich den Betrag, der jetzt hier drauf kommen soll, der aber auch ja negativ sein kann. Und wenn der kleiner 0 ist, sage ich, ist nicht. Das heißt, ich mache dann eine neue SQL-Exception, da ist zu wenig Geld drauf, mit den 30.001. Ja, und eben, falls das alles doch richtig ganz toll läuft, mache ich eben ein Execute eben und mache einen klassischen Update-Befehl dann auf dem Konto, Set Betrag gleich Betrag plus den Wert, der jetzt hier übergeben wird. Und eben während dieser Nummer ist gleich der Kontonummer. Und damit passiert dann die Aktualisierung auf dem Konto. Führen wir die Sachen mal aus. Das können wir ja direkt in der SQL Workbench machen. Ich habe das mal hier ein bisschen zusammenkopiert, damit es etwas kompakter und größer hier aussieht. Aber glauben Sie erstmal, dass es da ist. Also überlegen wir nochmal, das hier ist die Ausgangssituation, was wir dort haben dann. Das heißt also, ganz einfach, wir wollen mal gucken, was da so drin passieren soll. Also das hier soll die Ausgangssituation sein. Wir haben jetzt hier drin irgendwie eine 50 und eine 100 oder sowas dann. Ja. Wobei halt, das ist die Ausgangssituation, nachdem ich den ersten Befehl gemacht habe. Deswegen sehen wir das Select-Befehl hier auch. Sorry. Also ganz einfach,
Wir machen den Call-Befehl, einzahlen auf 10.001 die 49, waren gerade 51 drauf. Ja. Mach ein Select-Sternchen vom Konto, wo Kontonummer größer 9.999 ist. Und wir haben diese Ausgabe, die dann genau zu diesem Select gehört. Wir sind 350 und 100 sind da drauf. Okay, dann mache ich Call einzahlen 10.002, 49. Ja, dann überlegen wir, was dort passiert. Und wir sehen dran, wir kriegen den Error-Code 30.000. SQL State 38.000, aber wichtig, den Code kann man hier eben, ja, könnte man eben dann irgendwie versuchen abzufangen, wobei eben halt, das ist erstmal eine 38.000, ist eine generelle Bemerkung. Achtung, gucken wir mal genau drauf, also bei der Auswertung eines Ausdrucks wurde die Ausnahme Java SQL Exception Konto fehlt ausgelöst. Das ist erstmal die generische Meldung, die drankommt, und SQL Exceptions haben die Besonderheit, sie sind ineinander geschachtelt. Das heißt, auf einer Exception gibt es selbst eine Methode Next, mit der man dann eventuell noch weiteren Fehlercode bekommen kann. Und hier ist es so, dass erstmal nur generisch gesagt wird, da ist was schiefgegangen. Und dann das, was wir genau ausgegeben haben wollen, steht dann eben in der zweiten Exception drin mit der 30.000 hier und dem Konto fehlt. Ja, also 30.000 ist erstmal hier so ein generischer Code, den wir dort haben, und die 38.000 auch, die wir dort haben. Da sehen wir nebenbei dran, wenn man jetzt hier was Nächstes macht, ich mache mal Call einzahlen, 10.001, minus 149, da sind nur 100 drauf, das sollte nicht gehen. Und dann sehen wir hier ganz einfach dran, dass hier wieder die generische Meldung kommt. Und wenn Sie es genau angucken, ist es eigentlich die Meldung von hier oben, wobei eben dann ja, durchaus schon der Text hier drin steckt, den wir da haben. Das heißt also, der eigentliche Text wird hier bereits genutzt. Die richtig vollständige Ausgabe mit dem SQL-State steht jetzt im nächsten Schritt drin. Und da ist auch nochmal die Meldung drin. Und hier ist auch nur als Text der Exception drin, dieses zu wenig Geld, nicht der Rest, der noch drumherum steht. Das ist also ein bisschen, ja, muss man aufpassen in der Form, was man hier hat. Aber sonst ist das relativ einfach. Und das passt genau zu dem, was wir auch da erwartet haben und was wir dort reinprogrammiert haben.